Einen schönen guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, eine Nachricht, die mich persönlich ziemlich überrascht hat und viele von euch wohl auch, falls ihr es noch nicht wusstet, muss ich jetzt euch jetzt leider die relativ überraschende Nachricht überbringen, nämlich, dass der Club Nintendo schließen wird. Den gibt's jetzt schon verdammt lange und ja, ich sag das so salopp daher. Ungefähr genauso salopp wurde es auch angekündigt. Eigentlich hatte damit überhaupt niemand gerechnet. Ja, der Club Nintendo, das war natürlich die Möglichkeit, über das Internet sich praktisch mit Nintendo zu verbinden, bei Aktionen teilzunehmen, Spiele zu registrieren und vor allem für die Sterne eben dann Produkte eintauschen zu können. Das war eigentlich eine Win-Win-Situation. Nintendo konnte so, Waren, die eigentlich nicht im freien Verkauf waren, und das sind in der Regel Sternkatalogsprodukte, konnten sie mit einem relativ hohen Wert vermessen, nämlich Sterne. Man sollte bedenken, die kamen zwar kostenlos zu den Spielen dazu, aber man konnte kein Geld gegen Sterne umtauschen. Das heißt, in ungefähr 1000 Sterne sind mindestens 10 Spiele oder haben 10 Spiele gesteckt, die man von Nintendo gekauft hat. Und 10 Spiele, für die man den vollen Preis bezahlt hat. Also das war schon gutes Geld eigentlich für Nintendo. Und eine gute Möglichkeit, die Leute auch tatsächlich zu motivieren, ihre Spiele zu kaufen. Jetzt wird das Ganze am 1. April teilweise eingestellt. Von da an werden im Einzelhandel die Spiele keine Produktregistrierkarten mehr beilegen. Das wird aber, denke ich, danach noch etwas dauern, da ich nicht glaube, dass man alle Spiele entfernen wird, die diese Produktregistrierkarten haben, sondern einfach die neuen, die reinkommen, werden keine mehr haben. Ab dem 20. April wird die Registrierung von digitalen Inhalten im Nintendo eShop, die Punkte, die dort kommen, werden ebenfalls eingestellt. Außerdem gibt es auch keine Umfragen zu der Download-Software mehr. Und ab 30. September wird es dann komplett eingestellt. Also alle Sterne verfallen. Man muss sich dann die Anmeldung sind danach nicht, oder man kann sich danach nicht mehr anmelden. Also bis dahin sollte man auf jeden Fall seine Sterne verbraucht haben und registriert haben. An sich ist der Zeitraum einigermaßen fair, den man einen noch gibt, bis zum 30. September. Dennoch ist es sehr erstaunlich. Sie möchten allerdings ein Nachfolgeprogramm machen. Meine Vermutung, da greife ich jetzt aber sehr weit, ist, dass man ein ähnliches System wie den USA machen möchte. Da bekommt man nämlich Münzen, die man dann, glaube ich, gegen eShop-Punkte oder gegen Spiele oder sonst was tauschen kann. Vielleicht ist das tatsächlich ein Hinweis. Ich werde jetzt sehr spekulativ, dass man den Region-Lock aufheben möchte. Aber ich verliebe ich das sehr in Spekulation, deswegen müssen wir es abwarten. Der Nintendo 3DS und 3DS XL, die am 13. Februar veröffentlicht werden, können natürlich nicht im Nintendo Club registriert werden. Bis zum 1. April haben die Hardware-Pakete jedoch noch eine Produktregistrierungskarte für Software, die in Bundles enthalten ist. Und das kann dann eben noch bis zum 30. September registriert werden. Im Vergleich zu dem, bis zum 30. September, wie gesagt, bis es schließt. Ich finde es ehrlich gesagt sehr überraschend. Was mich daran am meisten stört, ist eigentlich die Tatsache, dass Nintendo einfach ein sehr beschissenes Account-System hat. Man muss es einfach sagen, wie es ist. Das Account-System von Nintendo ist richtig scheiße. Es gibt nicht einen Xbox Live Account oder einen PlayStation Net Account, sondern es gibt nur die Nintendo Network ID, die zudem an eine einzige Konsole gebunden ist. Ich kann mich nirgendwo anders anmelden als an einem 3DS und an einer Wii U. Und das macht alles natürlich sehr, sehr schwierig, sage ich mal. Und der Nintendo eShop war so ziemlich die einzige Stütze, die man hatte, um das einigermaßen aufzubereiten. Sie möchten aber natürlich ein neues System einführen. Gut, ich werde jetzt nicht unbedingt darum weinen, dass ich dann irgendwelche Umfragen ausfüllen muss, die mir irgendwann so auf die Eier gehen, dass ich die sowieso nicht gescheit ausfülle. Aber das, wie gesagt, das, was ich wirklich schade finde, ist, dass dieses Account-System einfach wirklich beschissen ist. Wenn man jetzt den Weg geht und das Account-System ausbaut, das heißt, die Nintendo Network ID endlich als Account und nicht als konsolenspezifisches
als konsolenspezifische Substanz bezeichne. Das heißt, dass ich auch, wenn meine verdammte Wii U kaputt geht, einfach nur meinen Accountnamen eingebe und mir dann alle Titel, die ich runtergeladen habe, auch wieder runterladen kann. Wenn das gegeben ist und man wirklich so einen Account hat, habe ich kein Problem damit. Da könnte man auch, denke ich, ziemlich gut damit arbeiten. Aber das muss die Zeit zeigen. Kann ich im Moment nicht sagen. Ist schwer. Aber ja, also das sind auf jeden Fall so meine paar Gedanken dazu. Ich finde es, wie gesagt, überraschend. Und je nachdem, was die Nachfolgeregelung sein wird, wird meine Reaktion dazu ausfallen, ob man die Sterne jetzt mitnehmen kann oder nicht. Es kann sein, dass es sinnlos wäre, die Sterne mitzunehmen. Dann ist es schon in Ordnung, dass die ab 30. September verfallen. Wenn es jedoch durch ein ähnliches System ersetzt wird, muss ich sagen, hätte man die Sterne auch ruhig mit rübernehmen können. Was ich mich allerdings frage, ist tatsächlich, ob es jetzt wirklich noch exklusive Angebote im Sternkatalog geben wird oder ob das jetzt wirklich nur für neue Spiele und vor allem nur für Download-Spiele erhältlich sein wird. Beides fände ich sehr schade, weil ich bin immer noch kein Fan von Download-Spielen, auch wenn ich gerne auf Virtual Console zurückgreife. Aber ja, es muss mal alles schauen. Auf jeden Fall eure Meinung dazu, Leute. Schreibt sie mir in die Kommentare, da können wir darüber diskutieren, weil wie gesagt, es ist schon ein sehr interessantes Thema.